Extrem sportliche Grüße von der Fitia Bali 2015 für die Clown Doctor Salzburg am Stand von sportösterreich.at. Andreas. Und der Alex, Sportfest 2014. Und Dominik. Alex Radin, Special Olympics Sportler des Jahres 2014. Das stimmt. Der zweite Tag der Fitia Bali Salzburg. Andreas Gindelhummer und Dominik Bacher starten in den nächsten 9 Stunden am Laufband und Radergometer. Burschen, habt ihr euch gut regeneriert vom gestrigen Tag? Ja, das ist ja für uns eigentlich ein Urlaub, wenn ich mit meinem besten Freund da laufen darf. Ja, servus Winko. Hallo. Freut mich, dass wir uns persönlich kennenlernen. Grüß dich. Ja, eine tolle Sache. Ich habe von dir schon einiges gelesen. Ja, ja. Vor allem auch durch die Aktion, den Alpe Adria Trail vom Dominik Bacher und vom Andreas Gindelhummer, die das für dich gemacht haben, jetzt im Sommer. Wie ist denn das zustande gekommen überhaupt? Wie bist du zu den zwei Burschen gekommen? Ja, das ist zustande gekommen, das war voriges Jahr, 2014, bei der Fitia Bali Messe. Da habe ich einen Andreas und einen Dominik kennengelernt. Ich möchte gerne einen Autoführerschein machen und ich brauche aber ein Fahrzeug, das sag ich mal, mit einem Joystick ausgerüstet wird und der Umbau eben auch eben sehr teuer ist. Ja. Und wir machen eben den Alpe Adria Trail, also 667 Kilometer von Großglockner werden wir starten und bis Muccia nach Italien. Und wie viele Höhenmeter waren das? 30.000. Ein Wahnsinn. Ja, also das war wirklich, und die haben dann auch über Facebook gepostet und immer mich mit dazu genommen und ich habe dann einfach gesagt, nein, also es ist super, was die zwei geleistet haben und ja, es ist, ja, mir fallen einfach irgendwo die Wörter, was die einfach für mich geleistet haben, eben diese 6.000 Euro haben dann zusammengebracht. Und mir ist das einfach wichtig und ich möchte viele anderen Leute helfen, im Speziellen für Menschen mit Behinderung, auch wenn Senioren sind. Aber für mich ist das einfach extrem wichtig, wo ich helfen kann, da helfe ich und für das setze ich mich ein. Und wenn es auch mit dem Kopf durch die Wand, aber das mache ich. Das muss man machen teilweise, ja, richtig. Vielen Dank für das Gespräch, ja, war super. Ich muss noch etwas anfügen. Bitte gerne. Wirklich, für uns war es als Sportler eine Riesenehre, das für jemanden zu machen, wo man weiß, eins zu eins kriegt es der Mensch, der was das wirklich schätzt. Dem Winko haben wir einen Rucksack gegeben am Starttag und der hat uns angeschaut und hat gesagt, jetzt habe ich den gleichen Rucksack wie ihr zwei habt. Und da haben wir gewusst, egal wie viel da zusammenkommt, jeder Euro ist in gute Hände. Und Markus, spezieller Dank an dich, an Sport Österreich, wie ihr das vermarktet habt. Du hast von Anfang an gesagt, du, euch, eure Berichte, die möchte ich gern veröffentlichen. Und genau deswegen sind wir heute da wieder und sporteln mal drei Tage für die Clown Doctors in Salzburg. Und den Namen von Alexander, von Andreas und von mir ein herzliches Dankeschön auch an dich. Weil man kriegt nicht oft ein Danke, aber wenn man ein Danke kriegt, muss man es annehmen, unterschätzen und das kommt wirklich von Herzen. Extrem sportliche Grüße von der Fitia Bali Sportmesse am Stand von Sport Österreich. Und Winko, wir machen es so weiter, weil wir sind immer beste Freunde. Ja, jawohl, sowieso. Danke. Danke. Danke, Jungs. Danke. Optimal. Alexander Radin, servus. Ja, grüß dich. Ja. Super, ja, mir geht's gut. Viel wichtiger ist, wie geht's dir? Ja, mir geht's auch gut. Du bist der Sportler des Jahres 2014 geworden. Ja? Das stimmt, ja. Wie hast du das zusammengebracht? Erzähl einmal ein bisschen. Das kann ich selber auch nicht sagen. Das war vom Bauchgefühl aus. Bevor ich Sportler des Jahres geworden bin, war es erst einmal mein Kumpel, mein Schulkollege, der war einmal als Sportler des Jahres da in Salzburg. Und dann erst in 4 Wochen später habe ich innerhalb meine Ehrung in Wien
Eissportler des Jahres ausgezeichnet waren. Danke. Okay. Ja, ja, und du bist ja im Laufsport beheimatet. Wann hast du mit dem Laufen begonnen? Das war erst in 2010, da habe ich meinen 30er schon gehabt und damit habe ich da angefangen. Okay. Und was war das erste Lauftraining, das du gemacht hast? Wie weit bist du gerannt? Zuerst bin ich einmal die halbe Marathon gelaufen, da habe ich 3 Stunden und 33 Minuten gebraucht. Und dann habe ich auch wieder sowas gehabt und da hat 3 Stunden und 20 Minuten schneller wie früher. Habe ich alles verbessert. Okay. Und welcher Wettkampf war dafür ausschlaggebend, dass du zum Sportler des Jahres 2014 erkoren worden bist? Das war beim Special Olympics in Klagenfurt für das Herzschlag 2014. Da habe ich die 3000 Meter und 1500 Meter die dritten Platz erreicht. Okay. Und du warst jetzt auch in Amerika, glaube ich. Was war dort los? Ja, das war vor kurzem. Das war von, ich weiß nicht, wie es gegangen ist, glaube ich, von Land Kärnten. Ich bin ja von der Lebenshilfe Spital der Anzieher gekannt. Ich bin auch dort eingeladen worden und der Landesgeschäftsführer von Kärnten, Stadtort, das ist der Herr Günther Reiter, mit ihm bin ich um. Okay. Ja. Und erzähl uns ein bisschen, wie ist der dort gegangen? Ja, eigentlich habe ich den Flug hinter mir gebracht. Wir sind wie war das jetzt? 14 Tage warst du dort? Ja, 14 Tage, ja. Das war eben so, wie ich das ausdrücken kann. Das war, wir sind von Wien weg nach Düsseldorf. Okay. Dann eben die 4 Stunden Aufenthalt und. Und dann weiter und nach, bis Los Angeles. Genau, weiter bis nach Los Angeles, ja. Ja, und von da weg sind wir dann mit dem Bus weitergefahren Richtung Südkalifornien. Das ist die Redlands. Da haben wir einmal die sportliche Woche einmal untergebracht worden. Für mich war er ganz gemein, der hat mich schon seit halber 7 rausgejagt. Zum Training angefangen. Damit hat es eigentlich, ja. Und welche Wettkämpfe hast du in Amerika gemacht? Das war das 10.000 Meter. Und hätte ich 25 Runden laufen müssen, das war wirklich so. Welche Zeit? Wie lange hast du gebraucht? Boah, warte mal, 1 Stunde, 16 und 24 Minuten. Okay. Welche Platzierung? Im dritten Platz. Okay. Gratuliere, super. Ja, und hast du für 2016 schon gewisse Ziele? Was werden wir in Zukunft von dir zum Lesen und Berichten haben? Das habe ich noch nichts zu erfahren für 2016. Ist noch ein Geheimnis. Noch nicht. Ich weiß mal nicht, was jetzt als nächstes kommt, weil jetzt kommt nachher für das Sommerspiel in Hollabrück die Disqualifikationstraining. Ich muss wieder die Leistung zeigen lassen und nachher schauen wir eben, wo die nächste Einladung ist. Entweder nach Mexiko oder nach Australien. Das weiß ich jetzt noch nicht. Okay. Werden wir dann sehen, früh genug. Ja, und jetzt sag einmal, wie hast denn du in Dominik Bacher und Andi Gindlhummer, wie hast denn die zwei kennengelernt? Ja, zuerst habe ich mal den Bacher Dominik vorher schon kennengelernt, weil ich kenne schon seit Jahren lang. Wir sind auch schon im Mütter aufgewachsen. Wir sind mal zusammen Schuh gegangen und deswegen hat er mir da Richtung durch den Sport, was er mit seiner Charity-Veranstaltung hat, mich eingezogen. Okay. Ja. Und den Andi hast du dann über den Dominik kennengelernt? Ja, und das war auch durch diesen Ultramarathon draußen in der See in Burgenland. Von da aus habe ich ihn kennengelernt und er war super netter. Der Andi, Dominik und ich sind wir schon seit jahrelang unterwegs. Und jetzt kommt das wirklich her. Der Dominik, der Erste schon, hat in Glacé den österreichischen Rekord gebracht fürs Nordic Walking und ich fürs Laufen. Ja, Andi, ein Wahnsinn. Ja, 25 Stunden und 40 Minuten.
das Wochenende schon am Radl bzw. am Laufbandl. Ja, jetzt noch 20 Minuten durchbeißen. Ja, wie geht's da gerade? Ja, hervorragend. Wenn du kurz vor dem Ziel bist, das ist immer eine totale positive Energie. Und da kann man sogar einmal nur mal aufgetragen und nochmal ein bisschen reintreten, dass es richtig rund geht. Und wenn du das für einen guten Zweck machst, dann hat das ganz andere Bedeutung oder ganz andere Motivation einfach. Also das heißt, du bist jetzt geistig schon auf der Zielgeraden sozusagen. So ist es. Ja. Fühlt sich das genauso an wie beim Wettkampf, wenn du weißt, okay, jetzt habe ich es dann gleich geschafft und wirklich die Zielgerade so quasi im Kopf? Nein, es ist eigentlich ganz, ganz was anderes. Wenn du das für einen anderen Menschen machst, hat das ganz eine andere Bedeutung. Ein Wettkampf, das macht Spaß und da überprüft man seinen eigenen Körper oder seine eigenen Leistungen. Aber wenn man das für einen guten Zweck macht, ja, dann ist das ganz, ganz andere Energie und wie gesagt, das macht richtig Spaß. Ich darf dann mit meinen Freunden da sporteln für einen guten Zweck und das macht richtig Laune und vielleicht machen aber auch Miet mehr und jetzt waren heute schon sehr, sehr viele Leute da und haben uns unterstützt, Extremsportler und normale Hobbysportler und das ist das Lustige an der Geschichte, nicht? Da können einfach normale Hobbysportler einmal sich mitten unter die Extremsportler einmischen und das macht Spaß. Und heute war überhaupt ein fantastischer Tag, ja, wir haben die Eva Vorarlberger da gehabt, die Conny Köpper da gehabt, das sind alles Top-Athleten und die alle mal gemeinsam auf ein Foto überhaupt zusammenbringen. Ja, das ist ein tolles Erlebnis, einzigartig eigentlich. Hoffentlich bringen wir das wieder mal zusammen. Ja, wie gesagt, ja. Sage ich mal, allein das Foto, wenn man sagt, die ganzen Auszeichnungen waren, ob das ein X-Award war, ob das ein Sportler des Jahres war, ob das ein Weltmeistergürtel ist, also unvorstellbar, was da heute passiert ist. Und wir haben einfach auch untereinander viel plaudert, da die Sportler einfach. Und wie gesagt, das war schon mal sehr spannend, einmal von anderen Herren, ob das jetzt eine Kurzstrecke ist oder vom Boxen her, ja, das Training oder und aber im Prinzip merkt man immer sofort, alle die, was da heute da waren, das Wichtigste ist die Leidenschaft. Die Leidenschaft macht es aus, was wir da machen. Wir sind alle berufstätig, die meisten zumindest und arbeiten 40, 50, 60 Stunden die Woche und machen das nebenbei. Ne? Nehmen sie Urlaub, sitzen sie da 3 Tage auf das Rad, laufen und Wahnsinn. Machen das einfach. Es ist soweit, ja. 26 Stunden für den guten Zweck, für die Clown Dr. Salzburg, habt ihr es ins Laufbahnl und in die Pedale getreten. Wahnsinn, herzliche Gratulation dazu. Andreas Kindelhuber, Alexander Radin, Dominik Bacher und Elisabeth Denkmeier. Ja super, vielen herzlichen Dank. Und ja, jetzt haben wir es geschafft. Die Clown Dr. Salzburg sind ebenfalls anwesend und werden jetzt den Spendenscheck übergeben und ich möchte jetzt das Geheimnis lüften, wie viel Euro zusammengekommen sind über diese 3 Tage, nämlich atemberaubende 546 Euro. Claudia Ballasser von den Clown Dr. Salzburg, vielen Dank, dass du auch da bist. Ja, sehr gerne, das ist mein ganz großes Bedürfnis und ich danke dir mal für das Ganze organisieren und euch, den lieben Sportlern, allen zusammen ein ganz, ganz kräftiges Dankeschön im Namen der vielen, vielen kranken, schwerkranken Kinder, Langzeitpatienten. Ihr wisst gar nicht, was das für uns bedeutet, denn das sind sehr, sehr viele Einsätze, die wir damit wieder finanzieren können. Und wir sind ganz, ganz glücklich darüber. Also vielen Dank.